Hallo Leute, willkommen zu einer kleinen Runde, Yu-Gi-Oh! Wir haben es jetzt mal ausprobiert und mir fällt gerade auf, fuck, vielleicht ist der Korra-Part nicht vollständig aufgenommen. Egal, kümmere ich mich ein andermal drum. Ja, moin. Ja, genau, willkommen zu einer kleinen Runde Yu-Gi-Oh! Zusammen mit Imir, den müsstet Hi. Ihr ja inzwischen schon kennen. Ibim Stellon. Ja, genau. Der ist es. Und ja, wir spielen Death Pro Dawn of a New Era. Ich muss hier in OBS noch ein bisschen rumwursteln. Funktioniert nicht so ganz, wie ich das will. Das wär's, wir machen es mal kurz so. Dann kann ich schon auswählen? Ja, du kannst schon auswählen. Papier? Okay, gut. Ja, ich will hier das eigentlich nicht abschneiden. Ja, dann habt ihr jetzt einen schwarzen Balken drin. Muss ich das Video bearbeiten. Mach mal den hier. Ah. Oh, und dann genau den. Oh. Ey, das gibt's doch nicht. Ah, jetzt. Ah. Okay, let's go. Wir spielen ohne Banlist, das muss ich nur mal kurz dazu sagen. Ja? Ja, das wird lustig. Also wir dürfen auch verbotene Karten benutzen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt einige Anime-Karten in mein Deck genommen. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Ich will es aber gerne mal ausprobieren. Ja. Ah ja. Also wir haben beide noch nicht mit diesem... Hast du schon mit dem Deck gespielt? Nur ganz kurz gegen Bot. Ich habe noch nicht mit diesem Deck gespielt. Also ich habe keine Ahnung, wie gut es funktionieren wird. Und ja. Ja. Nein, das behalte ich. Das behalte ich auch erstmal. Ja. Das Einzige, was ich über sein Deck weiß, ist ein Drachendeck. Und das Einzige, was er über mein Deck weiß, ist, es ist ein Götterdrachendeck. Ja? Nee, ich sag. Ah, okay, ja, es ist ein Drachendeck. Es ist ein Drache. Ja, ich beschwöre erstmal meinen erfahrenen dunklen Magier in Angriffsposition. Ja, darfst du gerne machen. Gut, dann aktiviere ich eine Zauberkarte und zwar mystischer Weltraum-Taifun und ich zerstöre eine verdeckte Karte. Warum? Jetzt kann ich sie auch aufdecken. Wirf eine Karte ab und wähle dann eine Karte, die entgegen. Nee, lege das Gewicht jetzt hier auf das Deck. Ja. Gut. Ja, ich zeige euch mal kurz mein Extra-Deck. Ein Extra-Deck, hallo? Aha, ja. Meine Karte zurückgelegt, dann zeige ich kurz mein Extra-Deck. Die Karten habe ich hier drin. Das war so dumm, was ich gerade gemacht habe, aber egal. Jetzt bin ich noch dran? Na egal, gut. Ja, ich kann nicht mehr machen, also bin ich mein Zug. Komm, Herz der Karten. Ich finde schön, wie die beiden coolsten Charaktere aus der Serie nicht von irgendwelchen Karten verdeckt werden. Meine einzigen coolen Seriencharaktere werden nicht von irgendwelchen Karten auf den Spielfeldern verdeckt. Das finde ich ziemlich cool. Warte. Ich warte. Ich bin geduldig. Ich schaue mir mal kurz hier die Aufnahme an, die ich heute... Ey, 0 Bytes. 1,7 Kilobyte. Toll. Ah, die Korra-Aufnahmen haben wohl nicht so wirklich funktioniert. Ich weiß, dass du dein Magier wieder auf der Hand hast. Ja. Das sehe ich nämlich. Ja, den beschwöre ich auch direkt wieder. Jawohl. Und ich bände meinen Zug. Du greifst nicht an? Nee, so wie ich dich kenne, liegt da irgendwas Fieses. Was ich, wenn ich angreife, meinen Magier verliere, das will ich ja, nicht. Ja, das will ich, das will ich. Oder? Ja, das Spiel ist ziemlich laut. Ich stell's mal runter gerade hier. Drachenschreien kenne ich. Muss mir nicht erklären, was es ist. Aber vielleicht für die Zuschauer fällt mir gerade auf. Ja, lege ein Monster von Typ Drache. Nein, sie können sich durchlesen. Ich habe die Karte gerade ausgewählt. Ah, okay. Das Overlay zeigt ja, was die Karte kann. Könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Ja. Warte mal. Ja. Packen wir dich nochmal weg.
Oh, ich habe gerade gesehen, welche Karte du auf dem Friedhof gelegt hast. Du hast zwei weiße Drachen im Friedhof. Ich weiß. Oh. Warte. Jetzt kommt auch was. Ja. Warte, was ist das? Return of the Dragon Lords. Oh. Wir haben also auf der Stufe 7 und 8 in der Friedhof. Beschwöre seine Spezialbeschwörung. Oh, was? What? Oh. Damit. Komm zu Papa. Hä? Attack. Au. Yippie. Oh. Oh, wenn ich den beschwören kann, bist du so am Arsch. Du bist immer noch am Zug. Weiß, ich lese mir noch was durch. So, jetzt. Hm. Naja. Würde ich nicht. Oh, das ist dezent praktisch. Nein. Doch, ich aktiviere meine Zauberkarte. Gehirnkontrolle. Oh. Ich hole mir deinen weißen Drachen. Naja, das ist nicht so schlimm. Naja, dann du schwöre ich schwarzes Magiermädchen und opfere deinen Drachen. Autsch. Und ich beende meinen Zug. Ich habe Angst vor deinen versteckten Karten. Ich werfe nicht meine einzige Verteidigung opfern. Ja. Was ist das? Seelenlass. Wähle eine Beliebenheit, ein Monster in deinem Friedhof. Spiel sehr speziell beschwungen. Wenn ich so 1000 HP für jedes. Oh, was? Hi. Ah, aber du kannst keine Battle Phase durchführen. Jawohl. Hi, jetzt habe ich schon zwei, ne? Jetzt weißt du, warum ich die beiden geopfert habe. Oh. Ja. Und jetzt? Aber du bist am Arsch. Du darfst nicht angreifen, diese Runde. Ja, das ist mir eigentlich relativ egal. Ja. Aber ich habe eine Runde Zeit, jetzt was dagegen zu machen. Oh, Dragon Spirit of White. Drachengeist des Weißen. Oh, was? Wird immer als blauäugige Karte bannet. Oh, fuck. Was hast du jetzt aktiviert für einen Effekt? Noch einer. Oh. Haha, du bist gearscht. Nee. Doch, du kannst mich 3 Runden lang nicht angreifen. Lichtschwerter. Und ja. Aber was willst du dagegen tun, ne? Naja, ich habe einige Karten in meinem Deck, die wegpusten würden. Ich muss sie nur aufs Feld kriegen. Das macht mir nichts, das macht mir. Ich kann die gleich wieder alle beschwören, also. Ja, naja. Ob dir das so viel bringt, ist dann die nächste Frage, ne? Ja. Nee, warte, das mache ich doch nicht. Obwohl, warte mal. Ah ja? Ja, aber was für ein Effekt? Ach so, hier unten steht. Okay, jetzt muss ich mir mal intensiv was durchlesen. Das kann ein bisschen dauern. Mach mal. Also. Ich brauche unbedingt eine zweite Festplatte für Aufnahmen. Ja. Okay, das nehme ich nicht. Bist du die Korra-Aufnahme? Ich muss sie mal kurz hier anmachen. Ja. Das ist die Korra-Aufnahme, die. Hallo, die Leute. Erste. Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Korra. Das läuft jetzt im Hintergrund, ihr hört das, ne? Ich empfehle nur nochmal an dieser Stelle stärkstens. Schaut euch die muss ich remuxen, damit ich es richtig angucken kann. Okay, ja. Das ist die erste Korra-Aufnahme. Die hat er noch, aber die zweite Korra-Aufnahme, die scheint nicht so. Das ist kacke so. Und ich muss jetzt auf jeden Fall PC offen lassen hier. Speicherplatz zu begutachten. Und wenn ich Yu-Gi-Oh! Aufnehme, sollte ich vielleicht. Kannst du mal kurz nichts machen? Ich muss mal kurz einen Cut setzen in der Aufnahme, ja. Okay. Ja, ich setze hier mal kurz einen Cut. Bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe kurz ein bisschen rumgespielt an der Qualität. Ich nehme jetzt nämlich den Retro-Modus zum Aufnehmen. Ich glaube, 1080p 60fps reicht. Ich muss das hier nicht in 4K aufnehmen. Okay, ich beende trotzdem. Hier. Jawohl. Ich bin so. Oh, wunderbar, was ich gezogen habe. Ich setze eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Im Spiegelkraft oder so. Ja, sowas in Richtung.
auf jeden Fall noch eine weitere Absicherung gegen deine ganzen fiesen Viecher hier. Was ist, heißt es, ich krieg die beiden wieder zurück oder wie? Warte, du hast eine Nummerkarte? Ja. Ah, einmal pro Spielzug. Während der Spielzug ist eines beliebigen Spiels eine Zauberkarte oder ein Zauber-Effekt auf den Spielweg. Du kannst den Effekt annullieren, falls du dies tust. Hänge die Karte als. Wenn du meinst, was passiert, wenn du eine Karte abhängst als XYZ-Material, abhängen ist, die kommt dann in den Friedhof, die Karte. Wenn sie abgehangen wird. Okay. Ja, ich kann sowieso nichts machen. Oder? Du kannst nichts machen, du kannst dich angreifen und wenn du nicht unbedingt Karten von dir opfern willst, dann ja. Ah, den kenne ich. Melody of the Awakening Dragon. Ja. Gut. Du kannst ja Drachen von deinem Deck holen. Oh. Ja. Weiteres kann ich aber nicht. Man sieht meine Lebenspunkte gerade richtig grauenvoll und deine auch. Die werden richtig richtig grauenvoll angezeigt. Mir fällt was auf, ich sollte hier mal in die Einstellungen gehen. Ich muss da was ausprobieren. Oh ja. Nein, oh, du bist es nicht. Nein, du bist es auch nicht. Ich muss es mal auf Englisch stellen, dann kann ich die Einstellung schalten. Kann ich weitermachen? Ja, mach ruhig weiter. Schade. Du bist ja eh dran. Ja. Auch nicht die Karten, die ich mir erhofft hatte, aber... Sie werden mir trotzdem bei diesem Schlamassel helfen können. Oh ja. Oh ja. Ich würde gerne die Hintergrundmusik ausschalten vom Spiel. Warte, was ist das? Zwillingstwister. Was macht der? Wirf eine Karte um, wenn der ein bisschen 2 Zauber hat. Oh, was? Nicht dein Ernst. Zwillingstwister. Oh. Die hast du nicht weg? Okay. Aber scheiße, jetzt darfst du angreifen, ne? Oh ja. Au. Mein armes schwarzes Magiermädchen. Au. Oh, das ist fies. Du hast eindeutig mehr Kartenglück gehabt als ich. So. Ja, es ist schön, dass ich die Karte ziehe. Die wird mir nur nicht viel helfen. Ja. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich setze eine Karte verdeckt. In Verteidigungspositionen. Außerdem lege ich eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Mach jetzt mal was richtig Dummes. Okay, das könnte mir vielleicht den Arsch retten. Ja. Hä, was mache ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. Du wolltest was richtig Dummes tun. Ich mach jetzt einfach mal was Dummes. Dann mach mal was Dummes. Ach, das geht. Ach so, das geht. Okay. Okay, nein. Okay, ich mach doch nichts Dummes. Na. Das ist doch was Schönes? Fragezeichen. Ah, ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Okay. Oh, sehr gut. Ja, gefällt mir. Könnte mir retten, aber damn. Ja. Ist schon ärgerlich, dass die hier. Naja. Die hat so einen schönen Effekt. Autsch. Hast dich schon wieder auf deinen Glastisch gehauen? Nein, das war diesmal gegen meine Tastatur. Du stößt dich ständig. Hä, warte. Das ist ein Drache. Ach so, ich habe keinen auf dem Friedhof, oder? Ich gucke nach für dich. Nee, habe ich nicht. Klar hast du. Monsterdrache Licht Blue Eyes Alternative White Dragon. Hä, aber wieso kann ich denn die nicht beschwören? Ist es ein normaler, steht da normaler Drache? Nee. Nur Drache? Vom Typ Drache der Stufe 7 oder 8. Ja, Stufe 7 oder 8.
Ist es Stufe 7 oder 8? Ja, Stufe 8. Ja, wieso geht es denn nicht? Ich weiß es nicht. Ach so. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, dann. Ach, ich probiere. Ach, das ist zwar jetzt ziemlich dämlich, aber. Ich aktiviere meine verdeckte Fallenkarte. Waboku! Ja, okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Ah, ich kann ja noch mal angreifen. Ja, aber Waboku sorgt dafür, dass nichts passiert beim Angriff. Der Effekt von Waboku ist, du kannst mir keinen Schaden zufügen. Ja, aber und meine Monster nicht zerstören. Ja, jetzt aber nicht mehr. Jetzt. Danach nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Oh, okay. Oh mein Gott. Bin ich gefickt? Ja, könnte sein. Ich aktiviere Monster-Reanimation! Und hol mir mein schwarzes Magiermädchen zurück. Warte. Was? Du kannst es deaktivieren? Nein, kannst du nicht, okay. Nein? Nein, scheinbar nicht. Geil. Dann opfere ich mein schwarzes Magiermädchen und mein Ritter des Königs und beschwöre Bastaklingenkämpfer im Angriffsmodus. Wieso hat er auf einmal 5100? Weil der 500 Angriffspunkte für jedes Drachenmonster in deinem Friedhof bekommt. Oder das auf deiner Spielfeldseite ist. Ey, komm schon. Ich habe ihn nur einmal in meinem Deck drin. Ja? Okay. Du hast jetzt den Angriff auf den hoffnungsverboten Drachen Titanengalaxie. Nee. Umgelenkt, oder? Nee, das wollte ich nicht. Hast du aber gemacht, jetzt musst du bestätigen, sonst ist dein Zukunft automatisch bestätigt. Okay, ich hab. Pre? Hä? Hä? Was ich weiß nicht, was dein Herr bedeutet. Ich würde gern helfen, aber. Ach, egal, scheiß drauf, hab jetzt was Dummes gemacht, aber egal. Ja, peng. So. Ja, dann beende ich meinen Zug. Ja. Das war eine kluge Entscheidung. Warte mal. Das heißt, wenn ich die Karte jetzt aktiviere, verlierst du warte mal. Das könnte mir doch helfen. So, nein. Müsstest du aber. Was machst du? Weiß es gerade selber nicht. Du hast gerade meine Fusion verbannt. Aber wieso verlierst du keine ATK-Punkte? Na, weil der auf dem Feld geblieben ist. Im Friedhof und auf dem Feld. Also in deinem Friedhof und auf deinem Feld. Ach so. Ich muss dich mal runterpegeln, warte mal. Du bist viel zu laut, fällt mir gerade auf. Okay. So, hier. Das passt. Ich bin noch nicht so mit dem Deck vertraut, also. Nicht so schlimm, ich auch nicht. Ah, 4600, siehste, sag ich doch. Ja, nein. Verloren. Wieso hab ich verloren? Nein. Achso, der hat Angriffspunkt verloren. Ja. Setz eine Karte verdeckt und dann greife ich mit meinem Buster-Klingenkämpfer deinen Dragon Spirit of White an. Deutest du den Angriff wieder um auf deinen Nummer 38? Du bist, ne? Ah, ja. Es ist nichts passiert. Ja, wieso wird der nicht zerstört? Ja, weil ich meinen weißen Drachen dafür geopfert habe. Das ist der Effekt von. Ah, okay. Warte. Mein Stuhl knarzt gerade voll. Nee, das ist dann auch wieder.
Ja, ich kann nichts machen. Mhm. Oh Junge, dein Butterblader, Junge, das ist einfach größter Abfuck. Da war die Karte wurde eigentlich erfunden, um die damals zu der Zeit vollkommen overpowerten Drachendecks zu abfacken. Das ist genau der Existenzgrund der Karte. Merk schon. Warum du die auch zufällig in deinem Deck hast? Die hatte ich einfach noch drin, weil ich noch eine andere Karte in meinem Side-Deck drin habe, für die ich die brauche. Ich habe noch Fusionsmonster da drin, da brauche ich den für. Achso. Deswegen habe ich den noch drin, damit ich meinen dunklen Paladin beschwören kann. Weil ich dachte, die Kombination ist so mächtig, warum solltest du die raushauen? 5100. Ja? Hey, wieso hast du wieder 5100? Achso, Friedhof. Ja. Ah, okay. Jetzt bin ich mein Zug. Ja. Da oben wird übrigens angezeigt, welcher Zug das ist. Wir befinden uns in Zug 23. Oh, das steht bei mir nicht. Zwischen unseren Namen. Zwischen unseren Lebensleisten. Nee. Da ist 23 bei mir zu sehen. Bei mir nicht. Da? Nicht? Nee. Und tatsächlich, nee. Der Mauszeiger wird in OBS an einer anderen Position angezeigt. Das steht bei mir über den Karten. Da steht T23, my main fight. Ah, ja, du hast es auf Englisch, deswegen sieht dein Umfall anders aus, stimmt. Im nächsten Duell schalte ich es auch mal auf Englisch. Ich habe Lust, heute noch ein zweites Duell aufzunehmen. Und du? Ja, kann man machen. Aber vorher muss ich mal die Festplatte leer räumen. Mhm. Und das Korra-Problem muss ich dann noch irgendwie lösen. Vielleicht nehme ich auch das Video hier einfach als Ersatz. Trotz des Cuts, der drin ist. Das ist wieder so ein Abfuck, was mache ich denn jetzt? Oh. Ja, Kampfphase, ne? Ich nehme mal meinen Buster-Klingenkämpfer und greife den Dragon Spirit of White an. So. Bang. Und ich beende meinen Zug. Ah. Oh, bitte. Mann, das bringt mir aber nichts. Und ja, ich habe jetzt nicht so unbedingt das Hardcore-Götterkarten-Deck, sondern ich habe mein Deck eher an dem Deck vom Pharao orientiert im finalen Duell in der Originalserie. Das muss ich dazu sagen. Weil ich habe nur noch so Buster-Klingenkämpfer und so das drin, deswegen. Und auch hier die Karten, die da drin sind, sowas wie Ritter des Königs und so, das ist halt alles, alles die Karten, die der Pharao benutzt hat. Ich habe jetzt daran orientiert. Ich dachte, ein Götterkartendeck wäre zu OP, wenn wir die Anime-Götterkarten haben. Der weiße Stein der Uralten ist aktiviert. Warte. Ich aktiviere keine Fallenkarte oder Zauberkarte. Aha, du hast mir deinen weißen Drachen gezeigt. Ich weiß zwar nicht wieso, aber das wird schon irgendeinen Sinn haben. Nein. Ehrlich gesagt, nein. Ich weiß hier gar nicht, was ich tue. Dein Englisch ist doch gar nicht so schlecht. Müsstest du das verstehen, oder nicht? Ah. Hä? Wieso... Achso, du hast was verloren. Von 5600 wieder auf 5100. Hm. Immerhin. Ich bemühe mich. Was? Aber es wird halt eh nichts bringen. Aber egal, somit kann ich auf Zeit schwinden. Ich habe nur noch 17 Karten. Und ich setze... 25. Ich habe noch 25. Ich setze ein Monster verdeckt. Dann gehe ich in die Angriffsphase und nehme meinen Buster-Klingenkämpfer und greife deinen Blue Eyes Alternative White Dragon an. Düdülü. Nee, peng. Und jetzt beende ich meinen Zug. Schon wieder Drachenschreien, ey. Das bringt mir aber nichts.
Nein, der weiße Stein der Uralten, ja. Oha, du hast ja voll das große Side-Deck, fällt mir gerade erst auf. Bei Extra-Deck, ich vergesse immer, wie das heißt. Ich verwechsel die beiden ständig. Ja. Okay, du hast einen weißen Drachen vorgezeigt, jetzt beschwörst du garantiert wieder so ein, genau, so ein Ding. Ja, was soll ich machen, jetzt mal ganz ehrlich? So kann ich wenigstens auf Zeit finden. Ja. Es hat jetzt hier Drachen zu verlieren. Oh, komm schon, wirklich jetzt? Ja. Ey, hättest du nicht diesen Busterblader, ich hätte dich zerstört. Ja, ich weiß. Der Busterblader war meine Rettung. Mann, ey, diese 5100, die packen mich gerade übelst ab. So, bitte. Ja. Ich fände es auch ganz schön, wenn ich mal irgendwelche anderen Karten ziehen würde, außer die, die ich jetzt habe. Ich hab's endlich. Obwohl, scheiße, das war so dumm. Wirf ein Monster der Stufe 8 ab, ziehe zwei Karten. Ja. Ja, jetzt kriegt einer noch mehr. So. Ja, nice, nice. Ich habe gerade die erste Karte auf dem Friedhof, die ich gerade gesetzt habe, die habe ich gerade zweimal nochmal bekommen. Ja. Schon wieder? Ach, leck mich doch am Arsch, jetzt hast du 6100, mache ich dich halt noch stärker. Bist du ein Drache? Nee. Oh, mir fällt auf, ich muss das Deck danach nochmal bearbeiten. Ja. Ich muss es nochmal heftiger bearbeiten. Ich glaube, danach mache ich tatsächlich ein komplettes Götter-Monster-Deck draus und nicht nur so ein. Wir spielen jetzt mal so ein bisschen auf Atem. Das werde ich aber mal nächste Runde behalten. Damit will ich auch noch. So, ich setze mal wieder eine Karte verdeckt, ne? Dann gehe ich mal wieder in die Kampfphase und greife deinen Nummer 46 Drachluan an. Jo, du wirst jetzt so overpowered sein. Du, drei Drachen gehen jetzt, glaube ich. Ja. Ja, 7100 hat er. Und damit beende ich meinen Zug. Oh, bitte, 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 Herz der Karten. Hast du überhaupt eine Karte in deinem Deck, die dir jetzt noch helfen kann? Nein, ich glaube nicht. Ist das schön. Ich meine, ich kann auch nichts machen. Ich kann nur mit meinem Buster-Klingenkämpfer angreifen. Ich kann nichts machen. Wirklich, ich kann nur noch diese Karte hier wieder setzen. Ist das schön. Ich meine, ich kann ja auch nichts machen, außer dich immer nur mit dem Buster-Klingenkämpfer anzugreifen. Das ist halt einfach inzwischen komplett witzlos. Du wirst eh gewinnen, weil ich bald keine Karten mehr habe. Ja. Ich kann nur noch hoffen, dass ich wirklich die geilste Karte überhaupt bekomme und dann dir die 2100 noch abziehe. So, ich setze jetzt ein Monster verdeckt und wende meinen Zug. Ich hab vergessen anzugreifen, ne? Ist ja auch egal. Ja. Das macht sowieso keinen Sinn. Ja. Oh, das ist praktisch. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Ja. So, jetzt würde ich sagen, ich opfere meinen erfahrenen dunklen Magier, meinen Buster-Klingenkämpfer und meine Valkyrie des Magiers und beschwöre Slifer den Himmelsdrachen. Du bist am Arsch, mein Freund. Fühle die Macht eines ägyptischen Gottes in your face. Wieso ist nichts passiert? Tja, weil ich es kann. Weiß nicht, was ich getan habe. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ich habe 4000 Angriffspunkte, er hat 2500 Verfolgungspunkte. Er müsste zerstört sein. Da stand einfach nur, ob ich den Kampf annullieren möchte. Ich habe du hast eine Zauberkarte, die dafür sorgen kann, dass dein Drache nicht zerstört wird. Indem du sie vom Friedhof verbannst. Nice. Da weiß ja mehr als ich. Ja, ich habe mir den Effekt, das ist die Karte, die du gerade ganz oben auf deinem Verbannungsstapel siehst. Ich habe mir den Effekt durchgelesen. Ja, ich kann immer noch nichts machen. Ja. Ich habe schon verloren. Oh, ich aktiviere jetzt erstmal
die Lichtschwerter. Ich will nämlich sehen, was du da für Monster liegen hast. Die werden dann alle umgedreht. Das ist ja relativ praktisch, würde ich sagen, ne? Und dann greife ich weiter an. Und zwar mit meinem Slifer und vernichte mal deine Effektverschleierin. Zack. Tschüss. Peng. So. Und ich beende meinen Zug. Es gibt keine Karte. Ja, genau. Ich hab. Warte mal. Oh mein Gott, ich glaube, du hast mir sogar das Leben gerettet. Dadurch, dass du die alle aufgedeckt hast. Ach so, du willst jetzt eine Synchro-Beschwörung durchführen? Oder was? Warte. Ja, nee, das wird eh nicht. Ja, du hast 4000. Das geht. Ja. Und wenn ich nächste Runde noch eine Karte ziehe, kriege ich 5000. Und denk dann, jedes Monster, das du in Angriffsposition bewegst, verliert 2000 Angriffspunkte dank Slifers spezieller Fähigkeit. Ja, ich habe verloren, ich kann nichts machen. Aber ich habe auch die ganze Zeit darauf hingearbeitet, Slifer zu beschwören, ne? Den hatte ich auf meiner Starthand. Junge, du hast mich eigentlich nur mit einer Karte gefickt. Einer einzigen. Du hättest null Chance gehabt. Ich weiß, das ist so traurig und so langweilig. Ja, jetzt setze ich. Kann man denn nur so Glück haben? Ich setze ein Monster in Verteidigungsposition und nehme meinen Slifer, den Himmelsdrachen und greife mal deinen Weiser mit den blauen Augen an. Zack. Tschüss. Auf dem Friedhof mit dir. So. Jetzt bin ich mein Zug. Bitte, wenigstens. Die beste Karte, die ich hier habe, komm. Die hat. Oh ja, ist die genau dieselbe, die ich gerade eben noch gezogen habe. Ist das lustig? Nicht. ich liebe die Anime-Version der Götterkarten. Ja, hier vollkommen. Die Karte habe ich nämlich gezogen, ne? Ah, oh, Karte. Ja, die kenne ich. Karten des Einklangs, so. Die habe ich noch zweimal auf der Hand. Ich setze ein Monster in verdeckter Verteidigungsposition. Nehmen wir mal wieder meinen Slifer, ne? Und greife noch eine Effektverschleierin an. Zack. Peng. Auf Wiedersehen. Und ich beende meinen Zug. Komm, bitte. Oh, eine neue Karte. Eine neue Karte. Oh, jetzt musst du den Effekt durchlesen. Ah, nee, doch nicht. Ja. Und beenden. Ja, dafür, dass das erste Yu-Gi-Oh!-Video seit langem noch auf meinem Kanal wird, ist das todeslangweilig. Ja. Oh, im Ernst, jetzt habe ich den gezogen? Na gut. Ich rufe als Spezialbeschwörung, indem ich einmal die Walküre des Magiers und einen erfahrenen schwarzen Magier von meinem Friedhof verbanne, den schwarzglänzenden Soldaten Gesandten des Anfangs. Aber er verweilt nicht lange auf dem Spielfeld. Kennst du noch die Karte, die ich hier gelegt habe? Weiß was? Nicht. Oh. Oh. Ja, ich sagte, er verweilt nicht lange auf dem Spielfeld. Jetzt ist er weg. Ja, habe aber dafür 2000 geopfert. Ah. Ich gehe nochmal in die Kampfphase, ne? Nehme meinen Slifer und zerstöre deinen Meister mit den blauen Augen. Übrigens, eine Karte, die du reinnehmen solltest, ist die Maid mit den blauen Augen. Die solltest du in dein Deck holen. Die hat einen Effekt, wenn sie angegriffen wird, kannst du sie in Verteidigungsposition switchen und einen weißen Drachen von überall auf deiner Seite des Spielfelds beschwören. Ob Verbann, ich glaube, außer Verbann vom Friedhof, vom Deck und von der Hand kannst du beschwören. Ja, also es ist ziemlich praktisch, die Karte. Komm bitte, eine Karte, die ich noch nie hatte. Schwarzes Loch. Oh, oh. Schwarzes Loch bringt aber nichts bei den Anime-Götterkarten, ne? Ich glaube es zumindest, aber im Anime sind die immun gegen solche Zauber- und Fallenkarten. Naja. Aber weißt du was? Das Duell ist noch nicht
Bringen wir mal ein bisschen Schwung in das Duell. Ich werfe eine Karte ab und beschwöre den speziell beschwöre den Trickreichen in Angriffsposition. So. Dann. Was machst du jetzt? Kein Spieler kann Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Falls eine Karte vom Deck oder vom Spiel auf den Friedhof gelegt wird, zerstöre diese Karte. Okay. Keine Ahnung. Ja, ab jetzt können wir nichts mehr speziell beschwören. Nicht so schlimm. Ich opfere jetzt meinen erfahrenen weißen Magier, meine Valkyrie des Magiers und meinen Trickreichen und beschwöre Obelisk, den Peiniger. Ja, das ist so wegen einer Karte. Kann er gleich zwei Götterkarten? Das ist ja so lächerlich. Zack. Peng. So. Jetzt kann ich auch noch mit Slifer angreifen, ne? Und greife deine verdeckte Karte an. Tschüss. Ach, ist das schön. Ich habe zwei Götterkarten draußen liegen. Oh, und das nur wegen Buster Blader? Ja. Im Ernst, der hat mir so den Arsch gerettet. Ich will noch eine Revanche. Du kriegst auch noch eine Revanche, aber ich muss erstmal mein Deck überarbeiten, so ein bisschen. Das ja, ist ja, nämlich. Jetzt stellst du dich auf mein Drachendeck ein, jetzt hast du noch Busterblader am Deck. Nein, nein, ich will daraus den Busterblader will ich rausnehmen. Oh. Weil es ist ja sonst unfair, wenn ich den beschwöre, habe ich ja gewonnen. So im Grunde genommen, ja? Das ist ja langweilig. Ja. Ja, los, greif an. Ja. Ich hab eh verloren. Ich nehme Slifer, den Himmelsdrachen, und greife deine verdeckte Karte an. Jetzt ist noch Obelisk der Peiniger dran und beendet dieses Duell. Bam! Ich habe gewonnen. Und damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss. Tschüss.